Servus und willkommen zu einer neuen Folge von The Fall. Wir haben gerade sehr, sehr viele Haushaltsroboter umgebracht. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich weitaus komischer finde, warum war da eben mal wieder der Caretaker? Hat nichts getan, hat uns nur angeschaut und ist dann abgehauen. Aber ich will jetzt erstmal ein Stationchen nach unten. Oder nach oben. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Ah, nach unten. Da war ja noch alles überflutet, aber jetzt ist alles clear. Was ist da? Das ist dann wohl der Jawfish. Um diese Insekten zu fangen. Supi. Ich darf also nicht ins Wasser gehen. Super. So, und hier, kleine leuchtende Insekten. Kann ich die vielleicht... Mit dem Glas funktioniert das super. Ich schätze mal, dass ich damit jetzt den Fisch anlocken kann. Brett treibt auf dem Wasser. Achso, das habe ich jetzt. Die Fliegen. Ach, das kann ich wahrscheinlich vor mir her schieben oder so. Kick. Ach, ich kann jetzt Zielschießen machen. Verstanden. Boah, Alter, das ist aber nicht so einfach. Zack. There it's dead. I can go into the water now. Into the water now. Oh, well, into the water. Ah, super, das steht ja noch alles unter Wasser. This terminal's cables are severed, likely by that fish. I may be able to network through the terminal and perfekt. Endlich mal wieder Netzwerkverbindung. Setze Matrix außer Kraft. Connection. So, auch das Wasser auf der Ebene ist weg. Moment, ich will jetzt aber erst noch gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, was ich mitnehmen kann. Ah, da kann ich bestimmt ein Stück rausschneiden oder so, ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo ich das besser her habe, aber jetzt haben wir immerhin was von ihm dabei. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, wir haben jetzt seine Gedärme drin. Scheint so, als wäre ich hier dann. Nächste Ebene. Das ist jetzt die Ebene, wo ich hin muss. Da muss wahrscheinlich das Wasser auch nochmal raus. Da ist noch ein Jawfish. Dachte ich mir doch. So, erstmal kurz umgucken. Hier ist nichts. Jetzt brauche ich halt irgendeine andere Idee. Aber ich schätze mal, dass ich irgendwas mit dem Fleisch... Scheint so, als sollte ich noch nicht hierher kommen. Aber ich gucke jetzt erstmal in meine Operating Parameter. Ist aber jetzt nichts drin, was ich brauche. Na gut. Da ist doch irgendwas, da liegt doch irgendwas. Aber ich kann die Chemikalien oder so nicht anwenden. Na gut, dann gehe ich vielleicht erst nochmal hoch. Guck mich hier nochmal um. Da steht hier immer noch ein komischer Sicherheitsdroide rum. Der macht aber nichts. Gut, nochmal eine Station nach oben, aber ich weiß nicht, so viel Backtracking war ja eigentlich noch nicht in dem Spiel.
Spiel. Ich glaube. Oh, es wurde gesaved. Das Backtracking ist ja, wenn man nochmal zu Orten zurückkommt in dem Spiel, wo man schon war. Das war aber bisher wirklich kaum bis gar nicht der Fall in dem Spiel. An einem Ort gab es immer eine Aufgabe zu erledigen oder etwas zu finden. Können wir vielleicht hier die Guts dranhängen? Nee. Also die Innereien. Guts. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Aufgrund einer Spannungsspitze können wir das momentan nicht benutzen. Das heißt, vielleicht müssen wir ein bisschen Saft ablassen. Naja. Ich frage mich immer noch, was es hier mit auf sich hat. Jetzt können wir hier... das ist doch kein Reinigungsmittel. So, jetzt ist es mit Fischguts gefüllt. Alter, warum mache ich das? Jetzt bin ich ja ganz schmutzig. Ja, ich rieche jetzt noch Fischinnereien. Ah, ich verstehe, ich glaube... Wir haben das jetzt gemacht, um den Fisch abzulenken. Vielleicht denkt er ja jetzt, wir wären einer von seiner Spezies. Vielleicht, wenn er nichts sieht oder so. Und wenn sein Seitenlinienorgan nicht richtig funktioniert und er nicht weiß, wie groß wir sind und wo wir sind und uns eigentlich nur riecht, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Lasst es uns testen. Bisschen unkomfortabel finde ich das ja schon, dass man immer die Lampe anhaben muss, um irgendwas zu machen, aber gut, das ist halt so ein bisschen so ein Suchspiel. So, ich wette, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Ja. It's rubbing against my legs. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Moment, da oben ist... wahrscheinlich eine große Pilzanhäufung, wahrscheinlich durch irgendeinen Dampf ernährt. Ich probiere da mal jetzt irgendwie was zu tun. Aber geht nicht. So, bist du das richtige Terminal? Du hast es durchgezogen. That's rough. It was not an easy choice. Yeah. When we have the real power to choose. Not just the illusion. It does something. Leaves a print you can't just override. When I return to dock, I will be formatted. These events will be erased from my memory logs. Is that your choice too? Irrelevant. I will do anything to keep Josephs alive. You did. Whatever you did, you kept yourself operating. That I did. It's hard to know how far to push the rules sometimes before they, you know. Break. The rules are not meant to be pushed, except when necessary to enforce them. Can you even realize that makes no sense? We do push, and when they don't break, we're left wondering if... Illogical. Maybe. Well, you ready for this? The same scenario? It is. So, wir brauchen noch mehr Power. Das heißt, noch mehr tote Druiden. Oh ja. Wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich habe da jetzt auch überhaupt kein Gewissen. Irgendetwas unterdrückt ihre Verteidigungsmechanismen. Kann ich da irgendwas mit den Chemikalien vielleicht machen? Ich habe keinen Grund, das zu benutzen. Ich habe keinen Grund, das zu benutzen. Kann ich ein Stück rausschneiden? Nö. Oh, es geht noch weiter runter. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir wären schon weit genug unten. Na super.
is enormous. Ja. There must be information on this in the lab where they were studying these creatures. Weißt du, ich muss wieder ins Labor zurück. Ich mache jetzt erstmal schön die Eier kaputt. Dass nicht noch mehr von diesen Drecksviechern hier rumlaufen. That was a massive vibration. I will have to be cautious of possible. Okay. Ich muss da auf jeden Fall vorbei, ich weiß nur noch nicht wie. Hier gibt's aber auch nichts, was ich gebrauchen könnte. Scheiße, ich muss glaube ich wirklich hoch ins Labor zurück. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. So viel zum Backtracking. Alter! Wo kommen die denn jetzt her? Alter! Jetzt wird's mir hier zu bunt. Ich glaube, ich muss sehr schnell zurück. Hört ihr das? Da hört sich's irgendwie nach Wasserrauschen an. Vielleicht ist es auch nur irgendein statisches Rauschen, aber es hört sich... Ja, da ist Wasser. Super. Kaputtes Rohr, durch das heißes Wasser fließt. Tatsächlich funktioniert. Was passiert jetzt gerade? Ich habe da die lilane Flüssigkeit reingekippt. Was passiert jetzt? Ah, okay. Ich hab's verstanden. Und jetzt die gelbe Flüssigkeit noch rein und dann explodiert das Vieh da unten, sagst du? Wieso nicht? Warte mal. Wenn ich jetzt runtergehe, vielleicht kann ich ja eine von diesen Viechern direkt infizieren. Was heißt infizieren? Ich meine überschütten mit der Flüssigkeit. Oder vielleicht... Nee, vielleicht kann ich es auf den Pilz drauf tropfen. Ja, perfekt. So, jetzt ist die gelb. Und was passiert, wenn man gelb und rosa in eine große, eklige Made füllt? Ja. Perfekt. Ich habe eine Königin getötet und ich denke mal, das hier ist das Interface, wo wir suchen. Hey, you made it. Allow me. Ach, danke schön. So, jetzt müssen wir... Alter! Lass mich in Ruhe! Pilot of the ARID Mark 7 is faulty for a depurposing of both initiated. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Moment mal. Ach, ARID. Okay. Hüpf in seine Stasebuch und ich werde dich reparieren. Ah, das heißt, wir können wahrscheinlich bald alle unsere Fähigkeiten benutzen. So, schnell rein. Ausgeschaltet. Tja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, ne? Successful utilization of Mark 7 ARID. Extensive corruption of the Domesticon mainframe revealed. No. Mainframe deactivated facilities defenses. Infraction. Self-destructive. No. No! Eric! Help! Evaluation complete. Scheiße, hat jetzt etwa den netten Operator gelöscht? Initiating format. Nein! Eric, help! No! No, stop! Please!
Oh nö. Oh Mensch. Das lasse ich nicht zu. Verdammt. Der hat unseren Freund gegrillt. Welcome to Domesticon. Working together today, Forum York Quantum Signature identifies you as a domestic droid under evaluation. Oh nö. Full designation and objective in the lab. It's me, Arid. The ARID on board of Mark 7. You're helping me. Ach, jetzt klingelt auch mein Telefon, mein Gott. Sorry. Weiter geht's. Unauthorized Mark 7 ARID. Shut down immediately for analysis. Mach ich. I cannot. Security. Unauthorized domestic droid in lower laboratories. Joseph's will never be safe while the caretaker lives. Destroy on site. Oh mein Gott. Naja. Ich glaube, wir sind gleich am Höhepunkt des Spiels angekommen, aber das machen wir erst nächste Folge. Ah, guter Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Bis denne. Tschüssi.